Na, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 7. Folge Bar Wars. Endlich ist sie da. Krankheitsbedingt mussten wir ein paar Wochen später das Ganze machen, aber macht ja nichts. Jasper ist ein bisschen gealtert, man sieht's. Haare sind grau, liegt an der letzten Bestrafung. Er musste sich die färben und naja, es sieht schön scheiße aus. Oh ja. Das ist unser Ziel. Also, heute gibt's den alkoholfreien Cocktail, den Server Strip, präsentiert von Jasper. Nein, es ist wieder Cocktailzeit! Ja, ihr merkt schon, ich bin in den zwei Wochen, in denen wir uns jetzt nicht gesehen haben, ein bisschen mehr als nur zwei Wochen gealtert. Ich kann euch aber trotzdem noch den Cocktail zeigen und heute wird es, wie angekündigt, Surfer's Drip. Dafür füllen wir erstmal eine gute Schippe Crush Ice in unseren Shaker rein. 2 cl Zitrone und da wir gar keinen Alkohol heute haben, brauchen wir ein bisschen mehr Säure. Deswegen nehmen wir noch 2 cl Lime Juice und 2 cl Lemon Squash. Für die Farbe, weil Technologie ist ja auch rot. Falls ihr die Folge noch mal sehen wollt, guckt sie euch nicht an. Das war die erste Folge, die wir überhaupt gedreht haben und die ist voll super geworden. 2 cl Grenadine also und wir füllen das Ganze mit Orangensaft und Pfirsichsaft zu gleichen Teilen auf. Haben jetzt quasi alles, was in einem normalen Sex on the Beach ist, außer dem Wodka. Und anstatt Pfirsichlikör nehmen wir natürlich Pfirsichsaft. Haben aber keinen Farbunterschied. Als Dekoration nehmen wir eine Orangenscheibe, weil da ist ja auch Orangensaft drin. Noch ein Palmwedel. Ein Strohhalm. Fertig. Surfer's Drip. Wie vor 100 Jahren! Die heutige Challenge ist mal wieder eine wunderschöne. Wir werden jeder eine Minute Zeit bekommen und dann in diese Wäscheklammern, das sind Qualitätswäscheklammern, die wir extra dafür besorgt haben, in unseren Gesichtern verteilen. Und wer nach einer Minute mehr Wäscheklammern im Gesicht hat, die halten, das ist wichtig, der hat gewonnen. Der andere wird bestraft. Los geht's. 3, 2, 1. Okay, ich zähle. Zählst du mit? Ja. 1, 2. Ah! 5, 6. Ah! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Warte. Ich muss irgendwie hier hören. 23, 24, 25, 26. Ah! No, tu das weh! Ich will meine Eier. Nee, ja, die Kasse. 3, 2, 1, go! Oh, alter Schwede. Oh. Gewinner. Oh. Gewinner. Das tut voll weh. Ja, das tut wirklich weh. Kennen Sie das? Ihrer Party fehlt mal wieder die richtige Würze. Oh, mir ist so langweilig. Hi. Mein Name ist Jasper von YouTube und ich zeige Ihnen, wie Sie auf jeder Party der heißeste Feger sind. Mit unserem neuen Produkt
Tabasco, dessen Rezeptur wir seit 140 Jahren nicht verändert haben, sind sie auf jeden Fall auf jeder Party der Knüller. Wow! Ja, denn in unserem neuen Tabasco haben wir nicht nur die besten Zutaten verwendet, nein, wir haben auch noch unser extra Geheimgewürz reingemacht. Ja, denn nicht nur, dass sie das als Shot trinken können, sie können damit auch ihre Kontrahenten bestrafen, sie können das auf Chilischoten tun oder ein paar witzige Challenges damit machen. Rufen Sie jetzt also unter dieser eingeblendeten Telefonnummer an und sichern Sie sich Ihren Jahresvorrat von unserem neuen Produkt Tabasco. Von mir persönlich signiert jede Flasche. Unsere neue Flasche Tabasco kostet auch nur 1.173 Euro plus Versand. Und um Ihnen zu beweisen, dass das ein hervorragendes Zwischengetränk für jeden Gentleman ist, werde ich mir jetzt einen Shot genehmigen. Das war sie also, die 7. Folge Bar Wars, und es steht jetzt 3-3. Jasper hat verloren, das war die Bestrafung, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Nächste Woche dann ganz großes Kino. Mal gucken, wie es wird. Geht das hier eigentlich auch noch aus? Wahrscheinlich nicht. Ist das in geschlossenen Räumen überhaupt erlaubt? Wahrscheinlich auch nicht. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie die Bestrafung für die nächste Woche. Ganz das Cocktailrezept wieder bei mir, könnt ihr das sehen. Auf seinem Instagram-Profil, genau. Geht nicht aus. So. Können wir, die Party läuft immer noch, jetzt ist sie vorbei. Ja, was gibt's noch zu sagen? Mir hat's keinen Spaß gemacht. Mir aber schon. Nächste Woche Montag, 18 Uhr, gibt's die nächste Folge Bar Wars. Schon Folge 8. Und dann gehe ich endlich in Führung. Haut rein, auf Wiedersehen. Tschüss.